hat er hier gewonnen. Daniel Yu. Ziel heute, Gams-Kollektion erweitern. Eine Gams gibt es für die ersten drei. Er hat schon zwei goldene zu Hause. Im ersten Lauf hat das relativ locker ausgesehen, wie er gefahren ist. Und es war trotzdem so schnell gewesen. Stark geglückt. Jetzt steil haben wir es sicher mit dem Linus probieren mitzuhalten. Aber das hätte er ja gern. Er mag es, wenn es so richtig eisig und natürlich, wenn es steil ist. Das Material funktioniert hier auch. Super. Ja, er ist immer schön auf der Linie. Ich kann aber die Ski gehen, so dass der Zug nicht abbremst wird. Durchziehen, immer noch vorne. Daniel Juhl gegen Linus Strasser. Ja, ja, und unten ist es schon möglich. Komm jetzt, zieh ihn durch. Die letzten Tore, Juhl! Ja, 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 das Juhl. Zwei Zehntel hinter Strasser, aber ein weiteres Mal auf dem Kitzbühel-Podest. Ja, er hat den Sieg gesucht, aber ja, ganz Erweiterung wird ihm gelingen. Es kommt eine silberne oder bronzene hinzu. Eine bronzene hat er schon, zwei goldene. Es ist die vierte. Ja, es war eine starke Fahrt. Linus Strasser ist wirklich entfesselt gefahren und er hat sich bis zur letzten Zwischenzeit da nichts geschenkt gehabt. Am Schluss halt knapp hinger, aber Podestplatz in Kitzbühel, das ist immer etwas wert. Und so können wir diese Frage beantworten. Die Schweiz holt heute im Slalom bei den Männern den ersten Podestplatz des Winters. Die Frage, ob Österreich auch den fünften Slalom gewinnt, die ist auch beantwortet mit Nein.